Lieder Gustave Heimann wurde 1868 in Hamburg in luxuriöse Verhältnisse geboren. Ihr Vater, ein hanseatischer Kaufmann, der mit Kaffee ein großes Vermögen gemacht hatte. Ein eigenwilliger Freigeist, Gegner Bismarcks, schweigsam, von der Tochter verehrt und unumschränkter Gebieter im Hause. Lieders Mutter, Adele von Henning, entstammte dem verarmten sächsischen Landadel. Ein schönes Mädchen, fromm und zurückhaltend. Mit 20 Jahren wurde sie an Lieder Gustavas Vater, der 30 Jahre älter als sie war, verheiratet. Sie musste zu ihm in den hohen Norden ziehen. Adele von Henning litt sehr unter der Trennung von ihrer sächsischen Heimat und ihrer Familie, aber sie gehorchte ihrem Mann, wie sie ihren Eltern gehorcht hatte. 9 Kinder gebar Lieder Gustavas Mutter in 12 Jahren. 2 Brüder wurden totgeboren, 2 starben kurz nach der Geburt. Nichts Ungewöhnliches im 19. Jahrhundert. Lieder Gustava war die zweitjüngste von 5 Schwestern. Die Familie Heimann lebte je nach Jahreszeit in verschiedenen Residenzen. Im Sommer in Landhäusern in Wandsbek und Eppendorf, im Winter in der Innenstadt oder im vornehmen Harvestehude an der Alster. Die Heimann-Töchter wurden zu Hause von Privatlehrern unterrichtet, unter anderem, weil der Vater so den umstrittenen Impfzwang für Schulkinder umgehen konnte. Der Vater schrieb auch den Stunden- und Lehrplan seiner Töchter und saß gelegentlich mit im Unterricht. So war das Leben der privilegierten Mädchen stark reglementiert. Härte gegen sich selbst wurde verlangt. Verweichlichung nicht geduldet. Stets waren sie von kontrollierenden Bonnen und Gouvernanten umgeben. Das Gefühl der Unfreiheit und des Nichtsdürfens durchzog Lieder Gustavas ganze Kindheit und Jugend. Im Hausunterricht entwickelte sie sich zur unbequemen Schülerin. Die Lehrer hatten manche Mühe mit ihr. Sprachen mochte sie gar nicht. War das Verhältnis zu ihrem Vater ein ehrfurchtsvolles, so beschrieb sie das zur angepassten Mutter so: Wir hatten überhaupt kein Verhältnis. Eine gespannte Mutter-Tochter-Beziehung also, das vielen Frauenrechtlerinnen gemein ist. Im Gegensatz zu ihrer gehorsamen Mutter, möglicherweise weil sie deren angepasstes Verhalten kränkte, wurde Lieder Gustava aufsässig, denn ihrem starken Gerechtigkeitssinn stand vieles entgegen. So sah sie nicht ein, warum die Schwachen von den Starken gezwungen, ausgebeutet und auch noch missachtet werden durften. Als Kind wehrte sie sich manchmal physisch gegen die vielen Vorschriften, trat und spuckte, wenn man sie anherrschte oder festhielt, und weinte sich nachts in die Kissen, wenn der Widerstand erfolglos blieb, und flüchtete, zusammen mit ihren Schwestern, in Traumwelten. Eine Gouvernante charakterisierte die Heimann-Mädchen einmal so: Die Älteste ist nett und burschikos, die Zweite wie eine Blume, die Vierte wird sich schon machen, die Fünfte ein liebes und stilles Mädchen. Lieder Gustava hingegen charakterisierte sie als ein ungezogenes Gassenmädel. Später erwarb Lieder Gustava sich den Respekt des weiblichen Personals, als sie sich gegen die Bevorzugung des Männlichen bei der Fleischrationenvergabe empörte. Ein besonders liebevolles Verhältnis verband sie mit ihrer Großmutter mütterlicherseits, die früh verwaist und mit 18 Jahren verheiratet worden war. Eine kluge, aber stille Frau. Das hatte mit dem streng gehüteten Familiengeheimnis zu tun. Ihre Großmutter war die uneheliche Tochter einer Wirtschafterin und eines Grafen. Eine tragische Liebe, die tödlich endete. Lieder Gustava Heimann erfuhr es zu ihrer Belustigung erst als alte Frau, in den 1930er Jahren, als nach Familienbüchern gefragt wurde. Als Lieder Gustava größer wurde, besuchte sie vornehme höhere Töchterschulen in Hamburg und später ein internationales Mädchenpensionat in Dresden samt Diener, wo sie Freundinnen fand und wo in freierer Gemeinschaft ihr Wissensdurst und Ambitionen geweckt wurden. Zurück in Hamburg konnte sie familiären Druck aber nicht standhalten und ließ sich widerwillig konfirmieren. Einer der unglücklichsten Tage ihres Lebens. Ihre älteren Schwestern heirateten, teils mit Segen der Eltern, teils indem sie Fakten schufen.
Ihr zukünftiger Schwager erlaubte sich einmal in Gegenwart seiner Braut und ihren Schwestern, auf das preußische Züchtigungsrecht des Ehemanns anzuspielen und forderte die 16-jährige Lida Gustava rhetorisch heraus, die dem Mann aber nicht gewachsen war. Als er das Herrenrecht auch noch mit der Minderwertigkeit der Frau begründete und alle schwiegen, verließ Lida Gustava türknallend den Salon. Über die Eigenmächtigkeit der verlobten Tochter verstimmt, wandte sich der Vater zu Lida Gustava und mahnte, wenn ihr ein Mann einmal einen Heiratsantrag mache, müsse sie ihn aber erst zu ihm schicken und um Erlaubnis bitten. Lida Gustava antwortete entgeistert, dass sie nicht so dumm sei, jemals zu heiraten. Das war mehr als eine jugendliche Phase. Sie meinte es ernst. Ihre damals ungewöhnliche Haltung zur Ehe sprach sich auch in der Nachbarschaft rum, womit sie gönnerhafte Väter schon mal vor den Kopf stieß, was sie aber auch deren Respekt und Vertrauen einbrachte. Und den scherzhaften Beinamen »Der Verderb«. So durften auch die streng gehüteten Nachbarstöchter allein mit Lida Gustava unterwegs sein, deren Vater war beruhigt, denn der Verderb war ja bei ihnen. Ein schockierendes und prägendes Ereignis der jungen Lida Gustava war der Tod ihrer verehrten Klavierlehrerin, mit der sie eine heimliche Freundschaft pflegte. Eines Tages kam die Lehrerin nicht wieder. Erst als sie schon begraben war, offenbarte man ihrer verzweifelten Schülerin, dass sie schwanger gewesen und von ihrem Freund verlassen worden war. Um der Schande und dem sozialen Tod zuvorzukommen, hatte sie sich unweit des Heimannschen Anwesens in der Alster das Leben genommen. Als höhere Tochter zur Berufslosigkeit verdammt, wendete sich Lida Gustava dem sozialen Engagement zu, unterrichtete an einer Armenschule und eröffnete eine Nähschule. Als alle Schwestern verheiratet und aus dem Haus waren, starb der Vater. Auf dem Sterbebett machte er seine rebellische Tochter, die ihn manche Nerven gekostet hatte, überraschend zu seiner Testamentsvollstreckerin. Sein Vertrauen erschütterte und ehrte sie. Was die Mutter dazu sagte, ist nicht überliefert. Mit dem Tod des Vaters war die junge Lida Gustava Heimann schlagartig frei und finanziell unabhängig, bestens versorgt bis ans Ende ihres Lebens. Nun konnte sie aus dem goldenen Käfig heraus und ihr Leben genau so gestalten, wie sie es wollte. Der Trauer folgte ein berauschendes Glücksgefühl der Freiheit. Sie war nun in die Lage versetzt, ein typisches, mondänes Luxusleben an den schönsten Plätzen der Welt zu führen. Aber das interessierte Lida Gustava Heimann nicht. Sie wollte die Welt verändern, insbesondere die Welt der Frauen. Und nun hatte die Rebellin auch die Mittel dazu. Sie hatte noch keinen Plan, nur etwas Nützliches tun wollte sie, und das sofort, denn sie berstete vor Tatendrang und Ideen und war überzeugt, dass sie etwas Großes zu leisten vermochte und dass die Aufgaben auf sie zukommen würden. So mietete sie zuerst in einer der teuersten Gegenden Hamburgs, in der Nähe des Rathauses, eine Etage an und bot Arbeiterinnen und Müttern und Kindern einen sehr günstigen Mittagstisch an. 1896 konnten Frauen nicht ohne männliche Begleitung einfach in ein Restaurant gehen, was zudem für Arbeiterinnen zu teuer war. Und einen Hort, in dem, sehr ungewöhnlich zu der Zeit, Mädchen und Jungen gemeinsam spielten. Schnell sprach sich die Einrichtung rum. Büro- und Handelsangestellte, Verkäuferinnen, Schauspielerinnen und Kaffeeausleserinnen kamen. Und auch manche höhere Töchter, die darum baten, umsonst mitarbeiten zu dürfen. Frauen unterschiedlicher Welten lernten so einander kennen. Ungewöhnliche Freundschaften entstanden. Die Besucherinnen erkannten, dass ihre Probleme in Ehe, Familie und Beruf nicht einzigartig und selbstverschuldet, sondern politisch bedingt waren. Eine Beratungsstelle musste her. Zunächst kündigte aber erst einmal der Vermieter, weil 60 Personen auf einer Etage zu viel Krach machten. Kurzerhand kaufte Lida Gustava Heimann ein ganzes Haus in der Nähe, ließ auch Wannen und Brausebäder einbauen. Eine kostenlose Rechtsberatung wurde eingerichtet, Vorträge gehalten und Kurse über Bürgerkunde, Verfassung, Vormundschaft und Parteien angeboten. Und abends gab es Unterhaltungsprogramme mit Gesang und Deklamationen.
Nun kamen bis zu 150 Personen am Tag. Eine Zeit der Erstarkung, des Schaffens und des Aufbruchs begann für viele Frauen. Der Himmel, so Lieder Gustava Heimann, hing voller Geigen. Für die Polizei war sie vorerst eine harmlose Wohltäterin, die sich wie so viele Damen der Gesellschaft aus Langeweile der Wohltätigkeit verschrieben, um überhaupt eine Aufgabe zu haben. Doch Lieder Gustava Heimann gewann in ihrem einzigartigen Frauenzentrum tiefe Einblicke in die Lebenswelten gewöhnlicher Frauen, in das Maß an Gewalt und Ausbeutung, unter dem sie täglich litten. Und erst mit 27 Jahren erfuhr die höhere Tochter, was ein Bordell ist. Erfuhr vom Elend der Prostituierten, von der Doppelmoral der Freier aller Gesellschaftsschichten und dass es trotz offiziellem Verbots viele Bordelle in der Stadt gab und dass die sogenannte Sittenpolizei selbst eine skandalöse Rolle dabei spielte. Heimann war schockiert. Kurzerhand beschloss sie, den Berichten der Frauen nachzugehen und verkleidete sich als Mann, um nachts die Hafengegend zu begutachten und mischte sich auf einer Polizeistation unter die zu kontrollierenden Prostituierten. Als sie genug gesehen und gehört hatte, machte sie dem diensthabenden, übergriffigen Beamten eine Szene, verlangte den Chef der Wache zu sprechen und forderte die Einstellung weiblichen Polizeipersonals. Ab dann hielt man sie nicht mehr für harmlos. Schnell wurde man gegenüber der Störerin der friedlichen Ordnung deutlich. Verleumdungen, Durchsuchungen, Kontrollen, Schikanen, Probleme mit dem Bauamt, in der Presse wurde das Frauenzentrum lächerlich gemacht. Zudem wurde ihr die Rolle der Nachlassverwalterin ihres Vaters abgesprochen, weil sie eine Frau war. Ihr Vermögen war in Gefahr. Es folgten jahrelange Prozesse, teils mit Familienangehörigen, die sie aber durchhielt und letztlich gewann, weil ein Präzedenzfall einer weiblichen Nachlassverwalterin aus dem 13. Jahrhundert gefunden wurde. Doch die Reaktion des Hamburger Establishments, das selbstgefällige Machtgehabe großer und kleiner Beamten, spornte Lieder Gustava Heimann nur noch mehr an. Sie legte sich einen Panzer aus Überzeugung und Männerverachtung zu, an dem männlicher Hochmut rückstandslos abprallte. Mit ihren Mitstreiterinnen bezog sie fortan Abwehrstellung in jede Richtung gegen den Männerstaat und das Vaterrecht und nahm auch politische Kämpfe an, die einer Dame angeblich nicht ziemten. So verklagte sie den Hamburger Senat wegen gesetzeswidrigen Haltens von Bordellen und Zuhälterei. Vor Gericht verlor sie. Mit welcher Begründung ist nicht bekannt. Im Rathaus auf der Zuschauerbühne aber brachten die um bestehende Gesetze kämpfenden Frauen die Senatoren zumindest in Erklärungsnot und führten sie in ihrer ganzen Doppelmoral vor. Sie ließ es nicht dabei bewenden. Kurz vor der Jahrhundertwende gründete Lieder Gustava Heimann verschiedene Frauenorganisationen. 1898 den Verein Industria, der den weiblichen Handelsangestellten mit einer Stellenvermittlung und einer Handelsschule half, sich besser aufzustellen. Eine Zentrale für weibliche Bühnenangehörige, die Schauspielerin, deren Ausbeutung prostitutionsähnliche Züge hatte, half, unabhängiger zu werden. Ihr Verein für Kleiderreform wagte sich an die Erschaffung einer eigenen Mode, die korsettfrei, zeitlos und praktisch die Persönlichkeit der Trägerin zur Geltung bringen sollte. Zudem eröffnete sie einen Zweigverein der international agierenden abolitionistischen Föderation, der die staatliche Misshandlung der Prostituierten abschaffen wollte, nach dem Leitspruch: Es gibt nur eine Moral und die gilt für Frau und Mann. Lieder Gustava Heimann schloss sich auch zunächst der ersten Dachorganisation deutscher Frauenvereine, dem ADF, dem Allgemeinen Deutschen Frauenverein, gegründet 1865 an. Da Frauen bis 1908 politischen Vereinen weder beitreten noch sie gründen durften, waren die Vereinsvorstände, Auguste Schmidt und Luise Otto Peters, bemüht nach außen ein allgemeinnütziges Bild und ihre frauenrechtlerischen Ziele bescheiden, geduldig und freundlich zu vermitteln. Allzu freundlich für Lieder Gustava Heimann. Auch der Bund Deutscher Frauenvereine, BDF, gegründet 1894, mit Auguste Schmidt als erster Vorsitzender, entsprach nicht ihrem Naturell
und so trat sie dem 1898 in Berlin gegründeten Verband fortschrittlicher Frauenvereine bei, dem radikalen Flügel der bürgerlichen Frauenrechtlerinnen. Im Jahre 1900 gründete sie den weitreichenden Verein Frauenwohl, dessen Ziel die Gleichberechtigung der Frau auf allen Gebieten war und dessen Mutterverein 1888 in Berlin von Minna Kauer gegründet worden war. Der Verein forderte unter anderem Ärztinnen und weibliche Beamtinnen in allen Behörden, protestierte gegen alles, was ihm ungerecht erschien, ohne Rücksichten auf Traditionen, Gewohnheiten und Gegner. Außerdem begründete der Verein eine Reformschule, in der Jungen und Mädchen gemeinsam lernten und das Abitur machen konnten. Die 12 Jahre dauernde Lernzeit der Reformschule scheiterte noch vor dem ersten Abitur an den Hamburger Kaufmannskreisen und der Oberschulbehörde. Auf dem ersten Internationalen Frauenkongress im Deutschen Reich, 1896 in Berlin, besuchte Lida Gustava Heimann einmal einen Vortrag mit dem Titel »Wo ist das Recht der Frau?« gehalten von der ersten deutschen Juristin Anita Augsburg. Der Vortrag war so mitreißend, dass Lida Gustava vom Inhalt, Engagement und der Persönlichkeit der Sprecherin tief beeindruckt zurückblieb. Anita Augsburg war in Berlin schon eine einflussreiche, hochgebildete und gefürchtete Frauenrechtlerin, die in der Presse auch gern als ministerzüchtigende Lehrerin verspottet wurde. Anita Augsburg entstammte einer wohlhabenden Juristenfamilie und war zunächst, wie üblich bei berufsorientierten Frauen, Lehrerin geworden, später Schauspielerin und erfolgreiche Fotografin. In München hatte sie mit Sophia Gutsticker das berühmte Fotoatelier Elvira geführt, in dem sich auch königliche Hoheiten fotografieren ließen. Dann ging Anita Augsburg zum Studium in die Schweiz, nach Zürich, wo Frauen erstmals an der Universität zugelassen wurden, wo sie in Rechtswissenschaften promovierte. Zurück in Berlin arbeitete sie mit Minna Kauer und dem Verein Frauenwohl zusammen, wo sich Augsburg und Heimann ein Jahr später kennenlernten. Aus dieser Wiederbegegnung wurde eine über 40 Jahre dauernde Lebensgemeinschaft und Arbeitsbeziehung. 1902 begründeten beide mit anderen Frauen zusammen den Deutschen Verein für Frauenstimmrecht. Die Hamburger Presse ätzte, man hätte schon viel zu lange dem Treiben dieser radikalen Frauenrechtlerin tatenlos zugeschaut und es wäre höchste Zeit, diese hysterischen Weiber, die die politische Gleichberechtigung forderten, endlich an die Kette zu legen. Englische radikale Suffragetten besuchten den Deutschen Verein für Frauenstimmrecht und Heimann und Augsburg reisten nach England, um an den größten Massendemonstrationen aller Zeiten Londons für das Frauenwahlrecht mitzumarschieren. 1903 übergab Lida Gustava Heimann ihr Frauenzentrum in Hamburg der Verantwortung ihrer Mitarbeiterinnen und begann mit 35 Jahren in Berlin ein Studium der Nationalökonomie. Da bis 1908 Frauen in Preußen nur als Gasthörerinnen teilnehmen durften, musste sie die Professoren um Erlaubnis bitten, zuhören zu dürfen. Meistens war die Antwort nein. Aber das focht Lida Gustava Heimann nicht an. Sie trat arroganten Professoren so lange selbstbewusst und schlagfertig entgegen, bis diese ihr entnervt die Erlaubnis unterschrieben. Viele Studenten machten deutlich, dass Studentinnen im Hörsaal unerwünscht waren. Die Sommer verbrachten die beiden Frauen zurückgezogen in Bayern, im idyllischen Isartal, in der Nähe eines alten Klosters, wo Anita Augsburg, die pekuniär auch bestens aufgestellt war, ein traumschönes großes Anwesen mit Springbrunnen und Reitstall gekauft hatte, wo sie mit Eseln und Hunden und allerlei anderen Tieren lebte. Lida Gustava zog zu ihr. Die beiden wohlhabenden Frauen genossen das Leben, leisteten sich viel Personal und betrieben professionelle Landwirtschaft, als Vegetarierinnen insbesondere Gemüseanbau. Sie ließen Gärten und Parks anlegen, die sie ganz nach ihren eigenen Ideen gestalteten, erschufen Blumenparadiese und einen lauschigen Hain mit Blick auf die Berge, den sie nach dem von ihnen verehrten Goethe Goethehain nannten. Gästinnen kamen regelmäßig zu Besuch, um im kleinen Kreis zu diskutieren, um gemeinsam zu wandern, auszureiten oder auf den neumodischen Fahrrädern in Damenhosen herumzufahren. Und in mondklaren Nächten unterm Sternzelt
entwarfen die Gefährtinnen ihre visionären Pläne zur Befreiung der Frau, die das Kaiserreich verändern sollten. War ein Traumort vollendet, bauten sie neue Luftschlösser, suchten nach den schönsten Plätzen und zogen wie Nomadinnen weiter, um sie zu verwirklichen. Diese freien, selbstständigen Frauen weckten das Misstrauen der sie umgebenden Bauern. Ihr Lebensstil war eine Provokation. Erst recht, als Heiratsanträge von fremden Jungbauern lachend abgelehnt wurden. Zweimal wurde Feuer gelegt. Aber sie waren sehr gut versichert. Bestens ausgerüstet mit der feministischen Literatur ihrer Zeit, zogen die Freundinnen mit einem Bollerwagen voll Bücher über die Dörfer, um sie den örtlichen Frauen näher zu bringen. Was zuerst auf reges Interesse stieß, aber dann abebbte, unter anderem, weil die katholische Kirche ihr Möglichstes tat, um dieser wandernden Frauenbibliothek mit ihren die traditionelle Ordnung gefährdeten Ideen Einhalt zu gebieten. Im Winter residierten Heimann und Augsburg in München, hielten Vorträge, arbeiteten und genossen das Großstadtleben. 1908 wurde nach 58 Jahren endlich das Vereinsverbot für Frauen, die sich politisch betätigen wollten, aufgehoben. Im selben Jahr noch traten Heimann und Augsburg, in der Hoffnung, Frauenrechte mit einer Partei durchsetzen zu können, der Freisinnigen Volkspartei bei und agitierten erfolgreich in ganz Deutschland. Heimann mit ihrer kräftigen Stimme trat souverän auf, ließ sich auf Versammlungen von Provokateuren nicht einschüchtern, feuerte auch manchen faulen Mitarbeiter. Ihre Schroffheit war gefürchtet. Aber schon bald stießen sie Eitelkeit, Wichtigtuerei, Selbstbedienungsmentalität und der Verleumdungswille der Freisinnigen gegenüber ihren politischen Gegnern ab. Und sie verließen die Politik bald wieder, um ihre Kräfte nicht in einer Männerpartei zu vergeuden. Im Deutschen Kaiserreich braute sich derweil Kriegslust zusammen. Der Kaiser hatte seine Kriegsflotte zu einer der mächtigsten der Welt ausgebaut. Nicht, um sie ungenutzt im Hafen liegen zu lassen. Militärparaden marschierten jeden Tag waffenstarrend durch die Straßen. Man trug auch Privatuniform. Ein Mann, der nicht mal der Reserve angehörte, galt eigentlich als keiner. Die kleinen Jungs staffierte man als Matrosen aus und bestärkte ihre Lust am Kampf und am Kriegsspielen. In dieser gewaltverherrlichenden Zeit, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, wandten sich Lieder Gustave Heimann und ihre Gefährtin mehr und mehr der Pazifismusbewegung zu.